Früher hat es die Schildbrüche gegeben, die Kinderjahre. Heutzutage gibt es die Laubbläser. Schau dir mal her, der bläst das Laub von A nach B. Super Job, dafür kriegt ihr noch Geld. Das ist halt dann die Nachhaltigkeit, ne? Von der man heutzutage ständig spricht. Naja, haben wir wieder was gelernt und tschüss. Könnte aber auch sein, dass der Blattschutzverein sich dafür eingesetzt hat, dass die armen Blätter nicht immer zu vor Schaufel und Besen gequält werden. Ne? Also einen richtigen Nach wäre das ja nicht falsch, ne? Also hören wir es doch wieder, oder nicht?